Hallo und herzlich willkommen zur Runde 3 vom Gladiator Cup. Wir haben die Runde 3 jetzt irgendwie doch vorgezogen und spielen sie noch am selben Tag wie Runde 1 und 2. Ich muss jetzt nochmal bei der Streckenwahl gucken, nicht, dass ich da irgendeine Gülle wähle. Renteste muss, ja, auf jeden Fall. Wieder mit 4 Leuten, wie ich schon vorher vermutet hatte. Das hatte ich doch noch richtig im Gedächtnis. Oh, Sorbitland, wieso? Das heißt, wir müssen uns wieder ein wenig fahrerisch konzentrieren, können nicht so viel lacken, wobei, naja gut, ob man jetzt bei 4 Leuten weniger lacken kann, ist wahrscheinlich situations- und vielleicht sogar streckenbedingt. Wow, das war eng. Hey, TH6 Flander fährt auch mit Donkey. Er ist cool. Er hat's drauf. Wenn er mich nicht abknallt, hat er es noch viel mehr drauf. Haha, da zieht er eiskalt die Linie vorbei und jetzt werde ich getroffen. Nee, doch nicht. Oh ja, komm, holt doch alle eure Items raus, ganz ehrlich. Und der letzte zieht jetzt gleich mit einem Goldpilz durch. Nee, schon mal gestoppt. Ja toll, den ersten lassen wir jetzt davon ziehen, oder was? Das ist ja auch keine Lösung. Naja gut, 3 Grüne bringen einem hier jetzt nur mäßigen Schutz. Könnt ihr mal... Ja, holt ihr mal 3 Roten raus, wenn ihr so wollt. Ja, die ersten 3 Plätze besitzen 9 Panzer. Das macht Spaß so. Vor allem für den 4., der versucht da vorbei. Oh, Goldpilz, das ist genial. Ich versuche mir jetzt gerade Situationen auszumalen, in der mir der 4. den rausholen könnte. Eigentlich nur ein Powblock und vielleicht ein Stern, wenn ich zu langsam bin, um einzusetzen. Aber ich glaube, den Goldpilz werden wir uns einfach mal aufheben, weil ein Powblock ist sehr unwahrscheinlich. Und die ganzen Geier vor uns heben sich auch ihre Items auf. Das heißt, ich versuche jetzt mit 3 Roten einfach mal so schnell zu fahren wie möglich. Vielleicht sogar noch Windschatten abzuziehen. Nee. Da hätte er mich jetzt beinahe verarscht und die Pinguine fahren lassen. Schwierig. Das Problem ist, mit 2 Roten bin ich schon wieder ein bisschen ängstlicher. Weil, wenn er einen zurückschießt, ist es glücksbedingt, ob ich an ihn vorbeikomme oder nicht damit. Aber okay, gut, das Gute ist... Ja gut, jetzt könnte aber der Powblock schon eher kommen. Jetzt wird's kritisch, aber ich will mir den Goldpilz noch ein bisschen aufheben. Auch wenn es jetzt eng wird, weil der hinter mir 3 Rote hat. Aber die gehen hoffentlich kaputt. Mal gucken. Ja, wir müssen jetzt nach hinten und nach vorne uns behaupten. Das wird ein Problem, aber jetzt können wir durchziehen. Wunderbar. Genau die Situation eingetroffen, die gut war. Und ja, da lohnt es sich auch mal Items zu bunkern. Das geht bei 7 Leuten zum Beispiel nicht. Da hätte ich jetzt schon viel früher gezündet, weil da hat man eben nicht die Sicherheit, dass man sich so einen Goldpilz behalten kann. Aber bei 4 Leuten geht das wunderbar. Wie man gesehen hat. Gut, bei 7 Leuten kann das auch mal klappen, aber... Ja, da kommt der Blue Shell. Wieso auch nicht? Das wäre ja auch unfair, wenn er nicht gekommen wäre. Oder so. Boah, er hat daneben geschossen. Was ein Glück. Wenn das... Ein bisschen glückliches Händchen, dann wird das noch ein erster Platz. Und das wird der erste Platz, jawoll. Puh. Das hätte auch in die Hose gehen können. Da sieht man mal wieder, wie knapp Sieg oder Niederlage voneinander abhängig sind. Weil wenn er mich da mit dem Green Shell getroffen hätte, dann wäre ich weg vom Fenster gewesen. Dann hätte mich die hinten eingeholt und dann wäre das ein 4. Platz. Vielleicht auch noch ein 3. Platz, aber eher ein 4. Platz geworden. Aber so wunderbar. Juhu, N64 Marios Rennpiste. Und jetzt wieder daran denken, keine Doppelwahl zu machen. Weil wir fahren immer noch nur 2 GPs. Ich glaube, im Finale fährt man dann 3 GPs. Aber da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. Natürlich haben wir eben einen guten Grundstein dafür gelegt mit dem ersten Platz. Aber wie gesagt, das hätte auch ganz schnell ganz anders ausgehen können. Die waren nicht schlecht geworfen. Also ausweichen musste man auf jeden Fall. So... Ja, eben wurde sich schon im Chat beschwert, dass die ersten 3 Leute einfach ihre Items dauerhaft gehalten haben. Ja, war ja auch so. Ich meine, mir hat's geholfen. Das kann man nicht abstreiten. Okay, dann schieße ich mal nach hinten. Schade. Hätte ja auch klappen können. Das Problem ist, hier als Zweiter auf der Strecke kann man nicht viel machen. Und der war so schlecht geworfen, dass... Also wenn der getroffen hätte, dann Respekt. Der hätte schon aufs Offroad ausweichen müssen. Aber ich glaube, er hat noch Pilze, so wie er hier hysterisch ausweicht. Wäre das möglich? Ja, war klar. Da sieht man schon, was man an den Psychen von Spielern festmachen kann. Das ist unglaublich. Aber, naja gut, wenn er jetzt noch einen Pilz hat, ist er so gut wie durch. Weil dann bräuchte ich hier mal ein paar Rote. Die kriege ich wahrscheinlich nicht. Aber als Zweiter auf der Strecke ist es extrem unnötig zu fahren. Vor allen Dingen, wenn man zu 3. und 4. keinen Abstand hat.
Weil dann lohnt es sich eigentlich gar nicht. Aber stehen bleiben ist auch kacke, weil das ist nicht meine Art. Ich weiß, wenn ich stehen bleibe, dann kriege ich vielleicht ein gutes Item, aber dann bleiben womöglich noch die anderen stehen. Ich gebe dem ersten freiwillig den ersten Platz, weil ich stehen bleibe und die anderen damit ohne. Ja, es ist nicht unbedingt sinnvoll. Und jetzt schieße ich mal einen Red Shell, falls er noch einen Pilz hat, um sich einen Blue Shell, ja, für einen Blue Shell Dodge aufhebt, dann die Fake Box war knapp. Ich hatte schon Schiss. Ja gut, das ist jetzt natürlich sehr geil. Vielleicht kriegen wir ihn dadurch noch, aber das wäre schon... Ja, toll, hä? Also den habe ich jetzt nicht verstanden. da konnte ich ihn, glaube ich, nicht erwischen bei dem Leck, aber naja. Gut, den vierten Platz muss ich hinnehmen. Ja, schade. Aber auch den, wie hätte ich ihn kriegen sollen? Das war nicht möglich. Ich hätte mir höchstens noch Mini-Turbo aufheben können kurz und dann hoffen, Windschatten nehmen zu können. Naja. Tots Fabrik. Schlechter als auf der letzten Strecke kann es nicht werden. Also gehen wir einfach mal positiv an die Sache ran. Ja, eben, es war... Naja, man könnte es Pech nennen. Man könnte es verdient nennen. Naja, super. Ich liebe Wolken, habe ich das schon mal gesagt? Vor allen Dingen bei vier Leuten, weil jetzt muss ich die beiden abschirmen. Der und mich noch. Ja, der erste ist jetzt schon fast durch. Ja, geil. Das ist blöd. Das ist vor allem blöd, wenn sich das Feld auseinanderzieht und man hinten ist. Weil dann kommt man nicht mehr ordentlich nach vorne. Und jetzt muss ich irgendwas probieren, damit ich noch halbwegs mithalten kann vorne. Also der erste Platz ist, wie gesagt, jetzt schon... Naja, gut, nicht sicher. Aber wenn kein Blue Shell kommt, ist er sicher. Weil auf der Strecke kann man... Nimmt man sich da... Lässt man sich das einfach nicht nehmen. Ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine... Das wäre schon blöd, sich hier das nehmen zu lassen. So, jetzt nochmal Pilz zünden, genau. So, ist das... Ne, Moment, ist das 150 CCM? Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube schon, ja, es sieht danach aus. Weil dann hätten wir eigentlich den SC probieren können. Da war ich jetzt allerdings zu blöd für, juhu. Und irgendwie haben sich die ersten beiden schon so ein bisschen abgesetzt nach vorne. Das gefällt mir nicht wirklich. Ich zünde jetzt einfach mal alle Items in der Hoffnung, dass wir zumindest noch ein bisschen ans Feld rankommen hier. Uah, der war knapp. Ja gut, der hinter mir, den hinter mir hat's erwischt. vielleicht kriegt er noch einen Blue Shell, das wäre schön. Dann würde ich wenigstens mal die Chance bekommen, vielleicht Zweiter zu werden. Obwohl, die haben wir vielleicht auch so. Naja. Also wichtig ist, dass wir hier nicht Letzter werden. Und Zweiter wäre eigentlich auch wichtig. Wow. Ja, geil. Ich setze einfach mal nach hinten. Eieiei, damit er hinter mir vielleicht nicht mehr rankommt. Ja, Blue Shell, toll, der bringt natürlich jetzt sau viel. Wie gesagt, das ist eigentlich sinnvoll, aber dadurch, dass ich am zweiten jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rankomme. Und der vierte mich jetzt auch noch einholt. Ja gut, den kriegen wir immer nochmal weggebombt, genau. Und jetzt hoffen auf ein Wunder mit dem Red Shell, Fragezeichen. Nee, das klappt nicht. Egal, ich habe probiert, noch irgendwas zu machen, aber... Ein Red Shell hat da leider nicht mehr ausgereicht. Aber man sieht schon, das ist sehr eng hier. Endo hat bis jetzt die Führung. Zweiter Platz teilen wir uns. Ah, komm, da muss noch was drin sein. Bitte, bitte. Geistertal. Es war doch nicht 150 CCM. Ach du Scheiße. Das hätte richtig in die Hose gehen können, wenn ich da den SC eben probiert hätte. Zum Glück habe ich das gelassen. Naja, toll. Ein Pilz. Das ist natürlich sehr geil. Der vierte kommt gleich mit dem Stern und ordentlich. Und die vor dir schmeißen alles zurück und ordentlich. Ja gut, es ging jetzt noch. Ja, das ist gut. Das ist sehr vorteilhaft. Jetzt können wir ihn vielleicht... Nee, nicht treffen, aber immerhin. Irgendwie müssen wir uns durchsetzen. Ja. Ja, also Geistertal, wenn man einmal Erster ist und die nicht unbedingt jetzt alle mit Pilzen ankommen können, dann müsste da der Erste sicher sein. Das Problem ist, dass er jetzt hier... Ja, Glück gehabt. Ah, er hat noch zwei Rote, das ist natürlich geil. Ha, drei Grüne, immerhin. Damit könnte man sogar nochmal ein Aufholmanöver starten. Ja. Ich probiere jetzt einfach nochmal fahrerisch ein bisschen ranzuziehen. Wenn wir Glück haben, funktioniert das. Ja, nein, kein Item. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Er hat die Wolke, das ist gut. Das könnte reichen. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, ja, ja. Bam. Ach du Scheiße.
Wehe, das ist jetzt kein Sieg wegen Leck oder so, dann gut. Kuh, das war... Was war Kuh? Ich wollte cool und Puh in einem sagen. Das hat sich dann irgendwie umgekehrt. Wir sind Erster geworden, aber da ist noch lange nichts gegessen. Wie Stefan Raab sagen würde, der Drops ist noch lange nicht gelutscht. 11 Punkte Vorsprung auf den einen, 12 auf den nächsten und einen auf den zweiten. Das wird eng im nächsten GP. So, und dann sind wir auch schon wieder im zweiten GP. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wer kommt ins Finale? Wer muss leider heimfahren, wenn man es poetisch ausdrücken will? Der Vorteil, den wir jetzt einfach haben, das ist vielleicht auch nur ein kleiner psychologischer Vorteil. Wir müssen in dem GP im Prinzip nur Zweiter werden und sind sicher weiter. Aber nur Zweiter ist sicher gesagt, also... oder leicht gesagt, wohl eher. Das muss man erstmal schaffen. Aber wenn Zweiter, dann sicher weiter. Es kann auch sein, dass wir als Dritter weiterkommen, aber... Wie gesagt, wenn Zweiter, dann sind wir sicher weiter. Und das ist jetzt mein Ziel. Irgendwie hier... nur einen vor mich zu lassen, maximal. Und wenn es auch immer derselbe ist. Sonst kann man ja vielleicht auch ein bisschen... Zumindest... Okay, der hat auch ein Maxi. Da kann man auch leicht drauf achten. Okay, und schon wieder ein Maxi. Was ist denn hier los? Maxi-Fest, oder was? Gut, dass ich ein Video habe. Sonst werde ich hier des Maxi-Hackens beschuldigt. Es ist ja unglaublich hier. Okay, Fakebox. Schade, die war gar nicht so schlecht. Okay, Wolke. Ja, abgegeben, aber jetzt nicht wiederbekommen. Dankeschön. Aus der Schusslinie, bitte. Nein, 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 nicht die Wolke bekommen. Nicht die Wolke bekommen. Danke. Das war jetzt natürlich sehr blöd, dass ich da überhaupt reingefahren bin, aber... Ja gut, die anderen beiden lasse ich hinter mir. Das Problem ist, an den ersten komme ich nicht mehr ran. Der ist so ziemlich durch. Wenn der jetzt keinen Mist mehr baut und nicht noch ein, zwei Blue Shells kommen, dann wird das schwierig. Also einer würde mit Red Shell vielleicht sogar reichen, aber ich merke, er sniped auch ganz gut nach hinten. Also, da werde ich sicher nochmal in das ein oder... Oh, hä? Ach so, ja. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, was passiert ist. Er hatte im Chat geschrieben, mein Nunchuck spinnt. Also meine Wii-Fernbedienung spinnt. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das jetzt hier so passiert ist, weil... Der Sieg wäre eigentlich ihm gewesen, das muss man so sagen, aber... Ich meine, was soll ich machen? Soll ich jetzt stehen bleiben, oder? da müssen wir nachher nochmal fragen, was... Oh, ach du Scheiße, was Patrico dazu sagt, also der Leiter vom Turnier. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es auf Video, das ist der Vorteil. Ich fahre jetzt einfach durch. Wenn es zählt, dann zählt. Wenn es nicht zählt, dann Pech gehabt, weil... Er steht da wirklich nur noch rum. Und wenn er jetzt rausfliegt, ist es halt doppelt bitter. Weil dann kann man nichts machen. Kann ich ihn vielleicht wenigstens mal abschießen, damit er... Es hilft auch nicht. Ich hätte sogar fast getroffen. Also wie gesagt, ich weiß, was passiert ist. Das tut mir auf eine gewisse Art und Weise leid. Ich nehme mal an, wir werden das Rennen irgendwie wiederholen. Oder er ist damit einverstanden und denkt, er schafft es noch, jetzt in den letzten Rennen einen rauszuhauen. Weil er war ja derjenige, der im letzten GP direkt hinter mir war. Das war Endo. Ja, also wir werden sehen, wie das jetzt gehandhabt wird. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Varios Goldmine. Ich habe mal eine exotische Strecke gewählt. Wie hieß er nochmal, der eben den Nunchuck-Fail hat? Ich kann mir den Namen nicht merken, der ist so komisch. Sorry, aber das stimmt. Jedenfalls hatte er tatsächlich Batterien leer und so. Aber er hat es wohl irgendwie dann doch nicht ganz so schlimm genommen. Also das, was er geschrieben hatte, hat sich jetzt nicht so angehört, als würde er sich maßlos darüber aufregen und unbedingt eine Rennwiederholung fordern. Wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass er nun mal im letzten GP auch nicht unter den letzten beiden war, sondern eben unter den ersten beiden. Und das macht einen dann natürlich ein bisschen sicherer. So, das große Problem auf Varios Goldmine, was ich habe, ist, dass ich in meine eigenen Sachen reinfahre. Das sollte man jetzt natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Und ich weiß auch schon genau, wo ich reinfahren werde, oder wenn ich nicht dran denke, reinfahren würde. Und zwar in die Banane, die ich kurz vor der Rampe gelegt habe, wo ich gehofft habe, dass... Oh, ein Blue Shell, dass jemand reinfährt. Ja, das ist natürlich jetzt sehr gut hier. Ja gut, da springen wir einfach mal über die Kante. Versuchen wir... Nee, in der Luft treffen wir ihn eh nicht. Oder?
Oder? Vielleicht? Oder auf der Rampe? Ne, in der Luft getroffen. Cool. Ja, gut. Wie man den jetzt einsetzt, kann man natürlich taktieren, wie man will. Ich hätte jetzt auch die ganze Zeit auf 2 fahren können und darauf spekulieren, dass ich in der dritten Runde abknallen kann. Aber dadurch, dass das Feld so eng ist, lasse ich das lieber und versuche mein Glück selbst vorn. Das Problem ist, wenn jetzt noch ein Blauer kommt, das Feld ist so eng, da werden mich alle einholen. Von daher, wow. Und hier, ja, okay, also der war stark. Naja, komm. Also, wie er das geschafft hat. Ja, und der war nice ausgewichen. Ja, okay. Das war's leider. Also, wie er das geschafft hat, da die Wolke um den Grünen rum und mir noch zu geben. Ich bin ja extra rückwärts gefahren, um noch ein bisschen in Richtung Grüner zu kommen, damit er in den Grünen rein muss, wenn er mir die Wolke geben will. Hat dann aber wohl nicht geklappt. Schade. Aber dadurch, dass wir im ersten Rennen Erster sind, ist es vielleicht gar nicht so schlimm dann tatsächlich. Oh, den kriegen wir vielleicht noch. Zieh. Jetzt noch eine enge Kurve. Ach, nee. Ja, gut, das muss man riskieren. Wenn man kein Item mehr hat am Ende, dann ist es auch egal. Also, okay, Gleichstand unter den Ersten. Oh, das wird richtig eng. Das wird richtig eng. Ach, du Scheiße. Also, wenn ich jetzt noch ein Rennen vorne bin, dann bin ich fast sicher weiter. Aber wenn ich ein Rennen hinten bin, dann bin ich fast schon Vierter. Ach du Scheiße. DS Piazzale Delfino. Diese Strecke könnte schon eine Art Vorentscheidung bilden. Wenn wir jetzt vorne landen, und das hoffe ich sehr. Das Gute ist auch noch, dass Endo, genau, jetzt habe ich den Namen wieder, weil ich mal in den Rückspiegel geguckt habe, dass er eben mit mir zusammen bis jetzt Erster ist und wir auf die anderen beiden noch 2 Punkte Vorsprung haben. Das heißt, dass ich auch auf die anderen beiden bis jetzt noch 3 Punkte gut habe in dem GP und die erst nochmal 10 Punkte auf mich gut machen müssen. Was natürlich in einem Rennen schon möglich ist, zumindest für einen von beiden. Deswegen, ich bin mir unsicher. Das könnte gut gehen, es könnte aber auch richtig in die Hose gehen. Wie gesagt, die Strecke bildet jetzt schon eine Art Vorentscheid. Einen konnte ich jetzt schon mit der Wolke mal da stehen lassen. Den legen wir mal eine Banane vor. Und der Green Shell kommt nicht schlecht. Das ist so einer, der immer links-rechts fährt. Das ist ganz böse. Das kann unter Umständen auch mal richtig wehtun. Das war jetzt eng. Ich habe gedacht, ich fahre gegen die Wand. Aber irgendwie... Ja, da bin ich jetzt über gegen die Wand. Und da bin ich jetzt fast schon wieder gegen die Wand. Was geht denn jetzt ab? Nicht zu risikoreich fahren. Die Fakebox war vielleicht gar nicht so schlecht. Ja gut, das war klar, dass dann vielleicht einer kommt, aber dadurch, dass die Items ja nicht so weit weg sind. Ich lege die Bananen vor in SC, aber auch nicht unbedingt sinnvoll, habe ich so ein Gefühl. Okay, Dritter durchs Item. Och ja, ich wollte schon sagen, das ist ideal. Und dann ziehe ich die Wolke. Ja, abgegeben. Wunderbar. Da will jetzt keiner vorziehen. Die alle stehen bleiben. Ja gut, ich war froh, dass ich sie abgegeben habe. Mehr nicht. Aber für Endo wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlimm sein, weil er jetzt gleich wieder groß wird. Und alle anderen hinter mir direkt sind. Oh, das könnte richtig bitter werden. Jetzt muss ich irgendwie schaffen, die anderen von mir noch ein bisschen wegzuhalten. Immerhin nochmal einen getroffen. Ja gut, Flender ist jetzt direkt hinter mir. Böserweise ist das auch noch einen, den ich eigentlich aufhalten müsste. Das Bitterste, was jetzt passieren könnte, wäre ein Blue Shell. Aber gar nicht dran denken. Das kann nur schief gehen, wenn man dran denkt. Ja, ist irgendwo reingefahren. Endo. Jetzt bitte kein Blue Shell und dann sollte das schon fast gegessen sein. Der Drops ist gelutscht. Oder nicht? Lutscht er den Drops? Er lutscht den Drops und wird Erster. Wunderbar. Wie kann man das nur schaffen? Geiler Scheiß. Oh, das ist aber... Und die anderen beiden auch noch hinten... Damit bin ich so gut wie sicher weiter, weil, naja, also Endo war im ersten GP schon ganz gut dabei und die anderen beiden, selbst mit dem ersten Platz würden die mich nicht mal in dem GP einholen. Das heißt, wir sind im Finale! Yes! Jawoll! Und letztes Rennen können wir nochmal entspannt weiterfahren. Ja, GBA Borsas Festung, die darf natürlich auch in keiner Runde fehlen. Die hatten wir jetzt auch jede Runde einmal, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Verschluckt. Oh. Das ist herrlich beim Let's Playen. Wunderbar. Aber, naja. Was will man machen? Wir setzen hier einfach mal allen die Bananen vor die Fresse und... Ja. Dann nochmal schön
die Lost Suns nicht ziehen, weil das wäre langweilig. Joa, ich fahre das letzte Rennen jetzt mal ganz befreit, weil, ich meine, was will man mehr hier? So, die anderen geiern zwar noch hinter mir, aber, naja. Ich meine, was soll's hier? Das Rennen ist im Prinzip vollkommen egal für mich. Ich fahre es nur noch für die Galerie oder so. Ja, das war auch so ein Spruch, den ich bei FIFA immer geliebt habe. Den Rest spielen sie jetzt nur noch für die Galerie. Ich muss sagen, ich habe den 2003er Teil da so lange und so intensiv gezockt, dass ich die Sprüche schon beinahe auswendig kannte. Das war nicht mehr schön. Wobei der 2003er Teil auch nicht ganz fehlerfrei war, muss man sagen. Und auch nicht das beste FIFA, weil da konnte man auch teilweise noch Dinge abziehen. Das war natürlich jetzt gut geschossen. Da konnte man teilweise noch Dinge abziehen, die wären bei heutigen FIFA-Spielen ganz undenkbar. Da würde man Entwickler für köpfen. Ja. Zum Beispiel, dass eine Abseitsregel... Also es gibt keine Abseitsregel, logisch. Gibt es eigentlich ein FIFA mit Abseits? Oder gibt es das eigentlich standardisiert? Ja, natürlich gibt es Abseits. Natürlich. Bin ich blöd. In den neueren FIFAs gibt es das natürlich. Ich habe selbst schon eins gespielt. Ich habe ja dann... FIFA 09 habe ich ja selbst. Da gibt es die Abseitsregel auch schon. Aber bei 2003, da gab es so eine Stelle, da habe ich irgendwie mal geschafft, dass ein gegnerischer Spieler sich im Strafraum, in seinem eigenen Strafraum hingelatzt hat und dann aus irgendeinem dämlichen Grund der Schiri angelaufen ist und diesem Spieler, der sich da im eigenen Strafraum hingelatzt hat, eine rote Karte gezeigt hat. Ich weiß nicht warum. War das eine Vorform der Schwalbe? Oder ich weiß es nicht. Kein Plan. Ja, geil. Also das wird wohl ein letzter Platz, nehme ich an. Obwohl, nee, einer ist rausgeflogen, kann das sein? Ja, irgendjemand hatte DC. Das ist natürlich jetzt irgendwie bitter, aber wie gesagt, für mich ist es eh egal, weil das spielt eigentlich keine Rolle mehr, wo ich jetzt lande. Außer vielleicht noch für Erster oder Zweiter im Gesamtergebnis, aber das ist fürs Finale ja auch egal, weil da zählen ja die Punkte eh nicht mehr. Von daher, vielleicht schaffen wir es ja jetzt trotzdem noch auf den Ersten, wegen... Keine Ahnung, also auf den ersten Gesamtplatz. Weil wir ja noch Zweiter geworden sind. Und das sieht nach einem Gleichstand in dem GP aus. Und dadurch, dass ich im letzten GP vor Endo war mit einem Punkt, werde ich wohl auch Gesamtsieger sein. Was ein Glück. Ja, mit einem Punkt. Aber es lag auch nur im Nunchuck-Fail von ihm, weil ansonsten, oder am Fernbedienungs-Fail, weil ansonsten hätte er das gemacht. Jo, das Finale ist morgen. Ich bin dann wieder etwas ausgeruhter und kann frischer an die Sache rangehen. Dann gibt es vielleicht auch nochmal ein paar bessere Kommentare von mir. Ansonsten danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.